Warum es sich als Unternehmer oder Geschäftsführer wirklich lohnt, sich ab und zu mal ein bisschen Zeit zu nehmen, um ein Video über Unternehmensführung, Strategie, Positionierung, Prozessmanagement oder auch Controlling anzusehen und welche drei konkreten Tipps Sie aus diesem Video mitnehmen können, die Sie sofort umsetzen können, das erkläre ich sofort. Sicherlich kennen Sie die Situation. Von frühmorgens bis am Abend sind Sie voll eingespannt. Die Terminpläne sind wirklich voll. Sie müssen schauen, dass alles organisiert ist, dass die Mitarbeiter eingeteilt sind, dass entsprechend überall Material beschafft ist, dass die Produktion läuft. Sie sind von vorne bis abends eigentlich beschäftigt, in Ihrem Unternehmen zu arbeiten. Wann haben Sie wirklich die Zeit, sich als Unternehmer oder Geschäftsführer oder als Führungskraft wirklich mal mit Ihrem Unternehmen auseinanderzusetzen und einmal wirklich an Ihrem Unternehmen zu arbeiten? Und was ist das richtige Format dafür? Haben Sie die Zeit, wirklich dicke Bücher zu lesen, wie sie hier in unserer Bibliothek zu sehen sind? Oder möchten Sie nicht einfach komprimiert die wichtigsten Informationen in einem 5 bis 7 Minuten großen Video zu den Themen Controlling, Prozessmanagement, Strategie und Positionierung erfahren? Genau das ist der Zweck, warum wir diesen YouTube-Channel entsprechend für Sie eingerichtet haben, worum es sich auch lohnt, diesen Channel zu abonnieren, weil wir regelmäßig das kompakte Wissen aus der Praxis unserer Beratung heraus zusammenfassen und Ihnen wirklich Impulse geben wollen, die Sie sofort umsetzen können. Impuls 1 zum Beispiel, Fachkräftemangel. Alle klagen derzeit wirklich über Fachkräftemangel, aber mangelt es wirklich an Fachkräften oder sind wir ganz ehrlich, gehen die Fachkräfte vielleicht in den Konkurrenzbetrieb statt in Ihr Unternehmen? Was kann man dafür tun? Und damit gleich der konkrete Tipp, kümmern Sie sich um Ihre Arbeitgebermarke. Nutzen Sie zum Beispiel Bewertungsportale wie Kununu und Ähnliches. Laden Sie Ihre bestehenden Mitarbeiter entsprechend ein, Punkte abzugeben und Sterne und Bewertungen einzusammeln, damit Sie ähnlich wie bei anderen großen Versandhändlern zum Beispiel sich Bewerber sofort über Unternehmen informieren können, wie ist das Arbeitsklima, macht das Spaß zu arbeiten, muss ich dann irgendwas Spezielles beachten. Tipp Nummer 2, nehmen Sie sich mal wirklich Zeit, darüber nachzudenken, wo stehen Sie gerade. Das Thema Transparenz im Sinne von Daten, zu gucken, wie lange dauert etwas, wie viele Angebote schreiben wir eigentlich, wie viele Angebote werden wirklich zu Aufträgen, lohnt sich das Ganze so weiter. Diese Zeit sollten Sie sich wirklich nehmen und das beginnt damit auch aufzuschreiben, wie viel Zeit nehmen Sie sich als Unternehmer oder Geschäftsführer, um an Ihrem Unternehmen zu arbeiten, statt in Ihrem Unternehmen. Das können 5 Minuten am Tag sein, indem Sie sich zum Beispiel dieses Video angucken. Es können aber auch entsprechend mal etwas längeres sein, wenn Sie etwas vertieft in ein Thema einarbeiten wollen oder wo Sie mit einem Coach zum Beispiel über bestimmte Dinge sprechen, sei es nur als Sparringspartner oder sei es wirklich mit konkreter Hilfe, um Ihr Unternehmen in bestimmten Bereichen weiter nach vorne zu bringen. Der dritte Tipp, den ich Ihnen auf jeden Fall mitgeben wollte, ist das Thema, schauen Sie auf Ihre Prozesse. Prozesse sind Abläufe, die logisch hintereinander angereiht sind, damit eben zum Beispiel aus einer Kundenanfrage ein versendetes Angebot wird, aus einem Angebot ein konkreter Auftrag wird, aus einem Auftrag wirklich ein abgewickeltes Projekt und zum Schluss auch eine Rechnungsstellung und ein Zahlungseingang. Das ist ein Prozess, das ist ein Ablauf und es lohnt sich wirklich sehr, sich um diese Dinge zu kümmern. Die Effizienzen, die Sie daraus gewinnen können, sind bestimmt 50% schnellere Durchlaufzeit, bis zu 50% weniger Kosten mit der gleichen Mannschaft. Das heißt, Sie schaffen wirklich einfach mehr Geschäfte mit den bestehenden Ressourcen. Weil dieses Thema so wirklich wichtig ist, haben wir auch dafür einen extra Bereich auf unserem Channel eingerichtet, den Sie sich abonnieren sollten, damit Sie immer entsprechend am Ball bleiben. Wir aktualisieren regelmäßig unsere Inhalte und damit Sie das wirklich mitbekommen können, abonnieren Sie unseren Kanal. Ich freue mich dabei. Ihr Axel Schröder.